Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin heute hier unterwegs am Reschenpass, am Reschensee, den ihr hier auch im Hintergrund sehen könnt. Drei Länder, Enduro Trails. Ich habe richtig Bock, das ist genau mein Ding, glaube ich zumindest. Ich habe schon einige Videos gesehen und hoffe, dass das auch so meinen Erwartungen entspricht. Ich bin von FIS aus nur knapp 40 Minuten hier hingefahren, habe quasi so eine Art Tagestrip vor. Möchte heute den schönen eben den Bergkastell und diese ganze Abfahrt vom Bunker Trail fahren. Ich werde euch auf jeden Fall mal einen kleinen Überblick über diese ganze Region hier geben, weil ich selber finde es irgendwie doch ein bisschen verwirrend, wo kommt man mit welcher Bahn hoch, wie sind die Trails hier aufgebaut und kann man hier irgendwie eine Tour fahren oder irgendwas. Ich gebe euch auf jeden Fall gleich ein paar schöne Informationen, werde euch alles mit der GoPro zeigen und ich habe richtig Bock jetzt hier Fahrrad zu fahren. Deswegen mache ich mich jetzt fertig und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die drei Länder Enduro Trails rund um den Reschensee sind besonders. Besonders in vielerlei Hinsicht. Zum einen fahrt ihr, wie der Name schon verrät, durch drei Länder. Österreich, Italien und Schweiz. Wobei die Schweiz hier nur einen sehr geringen Anteil an Trails besitzt. Und zum anderen gibt es hier 27 Single Trails mit 58 Kilometer Spaß. Die Trails sind über 5 Bergbahnen zu erreichen. Um einen schnellen kurzen Überblick zu bekommen, solltet ihr von den drei Dörfern Nauders, Reschen und St. Valentin erfahren. Von dort aus starten nämlich die Gondeln zu den Trails. Wie ihr vielleicht schon beim bloßen Blick auf die Karte sehen könnt, habt ihr viele Optionen, um Trails zu verbinden. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die in Nauders starten und eine ganze Runde um den See fahren, um so alle Trails an einem Tag zu sehen. Ich glaube aber, da ist man sehr lange unterwegs und es wird mega anstrengend. Ich habe mir für meinen Tagestrip die wohl bekanntesten Trails herausgesucht. Den Bergkastell, den Bunker und Edge und den Schöneben Trail. Im heutigen Video geht es um den Bergkastell Trail. Der von diesen dreien angeblich der angenehmste sein soll. Geparkt habe ich dafür in Nauders an der Talstation der Bergkastell-Seilbahn, wo ich auch auf meinen Retter in der Not gestoßen bin, nämlich Verena. Über Verena erfahrt ihr im kommenden Video aber nochmal mehr. Ich habe nämlich meinen Chestmount im Hotel vergessen gehabt und an meinem Leihhelm, den ich auch in Serfos mieten musste, gab es keine Befestigungsmöglichkeit für eine GoPro. Dementsprechend habe ich einen Aufruf auf meinem Instagram gemacht und Verena hat sich gemeldet. Sie war nämlich mit ihrem Bruder und dessen Freundin Anni vor Ort. Der Bruder Stefan konnte mir seinen Chestmount leihen und mir somit ermöglichen, dieses Video hier überhaupt zu produzieren. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Wir haben die Situation genutzt und sind dann auch zusammen gefahren. Einen Guide zu haben, ist am Reschenpass auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn euer Guide allerdings ein angehender Enduro-Racer ist, wird es wiederum für einen schwierig, da dran zu bleiben. Und man steht vor anderen Herausforderungen. Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Ja, kann man eigentlich ganz gut laufen lassen. Aber finde ich jetzt schon geil. Ja, dein Fahrrad fühlt sich zu Hause hier. Guckt euch das mal an, Leute. Ein schönes Roar Madonna hier. Okay, der Stefan ist schnell. Wie sein Fahrrad ist verlangt, komme ich gar nicht hinterher hier. Das erste Stück ist eine Art Zubringer, welcher laut Trailkarte mit blau gekennzeichnet ist. Und als ich gesehen habe, dass genau eben das hier blau sein soll, habe ich ziemlichen Respekt vor dem Rest bekommen. Schon ist er weg. Junge, Junge, Junge! Boah, du bist ganz schön flott unterwegs, ey. Geil, Mann! Ja, also wenn du den ein bisschen kennst. Ja, First Run ist so eine Sache. Ich habe versucht, deine Line zu halten, das war gerade nicht so ganz einfach.
Der Berg Castle Trail beginnt an der Stieralm und verläuft anfänglich am Hang entlang. Dadurch gibt es teilweise auch kleine Uphills oder North Shore Brücken, die zu überfahren sind. Hier merkt man auch nach den ersten Metern schon direkt, dass alles ziemlich rumpeln und poltern wird. Eben genau das, was die Trails sein sollen, nämlich Enduro. Huiuiui. Das war so ein bisschen der Strampelpart. Ne? Jetzt haben wir den Steiler. Ist das besser vom Tempo? Ja, alles gut. Dadurch, dass ich den Turbo-Stefan vor mir hatte, konnte ich mich mehr auf meine Technik konzentrieren. Die Linienwahl hat eigentlich er übernommen und ich habe versucht, einfach dran zu bleiben. Zum Glück hat er allerdings das Tempo schon etwas an mich angepasst. Boah, geil! Hammer! Und ich sag euch eins, Leute, wenn die Blickführung zum Vordermann und nicht unmittelbar vor das eigene Fahrrad geht, fährt man automatisch besser. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Boah, man kann schon erahnen, wie hier ein guter Fahrer runterfährt. Ja. Wie der die ganzen Roller alle doubled und alles. Ja. Puh. Aber das ist geil, wenn du vorfährst. Kann ich mich voll gut orientieren, ey. Falls ihr euch fragt, was mit Verena und Anni ist, die sind nicht unweit hinter mir den kompletten Trail mitgefahren. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Generell sind am Reschenpass viele Frauen unterwegs, die alle verdammt gut Fahrrad fahren können. Und unfassbar viel Spaß dabei haben. Und das finde ich alles richtig cool. Hammer, ey, mach richtig Bock. Schön. Das war also ernsthaft seit 4 Jahren oder ja. So. Vorher halt irgendwie so auch so Hardtail und sowas. Ja gut, Fahrradfahren tun wir alle, aber Mountainbiken ist ja noch mal was anderes. Ne? Genau. Von North Shore in so ein Steinfeld hier. Zum Ende des Trails bin ich in diesen bestimmten Modus gekommen. Warm gefahren, mit Adrenalin vollgepumpt und mit Stefan einen richtig guten Guide vor mir gehabt, sodass ich mich richtig wohlgefühlt habe und für meine Verhältnisse echt schnell unterwegs war. Ich verstehe immer mehr, warum diese Region so beliebt ist und warum Enduro-Racer hier trainieren. Das ist so krass, wie ich hier am Kämpfen bin, irgendwie an Stefan dran zu bleiben und der fährt so auf 4% gefühlt. Ich glaube, hier lernt man richtig Fahrrad fahren, Leute.
Boah, auf wie viel Prozent fährst du gerade? 30? Und weil ich finde, dass dieses Wurzel- und Trailgeschepper einfach wunderschön klingt, halte ich jetzt einfach mal bis zum Ende des Videos meinen Mund. Okay, das war tricky. Das, ey, die Wurzel nach der Kurve, ey, das war schön off-camera, geil, Mann. Hammer, ey. Ich danke dir für Test-Mount, Schraube und Abfahrt. Hammer. Viele von euch kennen bestimmt auch den Bunker-Trail hier am Reschensee. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, denn ich zeige euch genau diesen nächste Woche. Denn dort wurde ich von Verena geguidet. Wenn euch dieses Video jetzt hier gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, macht's gut und bis dann. Ciao.